Stadtansichten von Ruland, gemalt anlässlich der 700-Jahr-Feier 2017 von Anatoli Jaboschenko aus Georgien. Aktuell sind seine Arbeiten wieder hier in der Rulander Kirche zu sehen. Dahinter steht das Konzept, dass sich das Gotteshaus künftig noch mehr für die Kunst öffnet. Die Ausstellung Panorama ist ein guter Auftakt dafür. Er war ja schon mal hier, er war hier oben schon mal in der Loge, hat hier gearbeitet. Das passt da eigentlich auch sehr schön. Das bin ich auch ganz froh, dass das gelungen ist, vor allen Dingen, dass es auch gelungen ist, ihn hierher zu holen. Eine jahrelange Freundschaft verbindet Anatoli mit Barbara und Eckhard Sobek. Viele Jahre hat das Paar in der Sowjetunion gelebt und war auch nach deren Zerfall dort tätig. Daraus entstanden ist der Verein Panorama, der auch Veranstalter der Ausstellung in der Rulander Kirche ist. Ja, haben wir 2002 gegründet, um Brücken zu schlagen zwischen Ost und West. Und vor allem mein Mann musste aus gesundheitlichen Gründen dann nach Ruland kommen. Wir hatten inzwischen ein Haus hier gebaut, aus der Ferne und zur rechten Zeit. Von dort aus hat er dann Projekte gemanagt, die er sozusagen aus seiner Zeit in Russland mitgebracht hat. Auch der Künstleraustausch gehört dazu. Und so wurde Anatoli Jaboschenko zum Rulander Stadtmaler, der mit viel Liebe zum Detail die schönsten Ecken des Städtchens porträtiert hat. Sind manchmal Kleinigkeiten, die irgendwelche neue Empfindungen hervorrufen, neue Ideen. Der Besuch in Deutschland anlässlich der Ausstellung war der nunmehr sechste. Er ist gerne in Deutschland, verrät er weiter. Eigentlich wie jedes Mal, wenn ich nach Deutschland komme, nehme ich die Güte und die Liebe mit, die ich hier empfange. Der Glaube an Gott spielt in seinen Arbeiten eine wichtige Rolle. In den letzten Jahren hat er sich mehr und mehr der Ikonenmalerei gewidmet. Viele davon sind in den bekanntesten Kirchen Georgiens zu finden. Und so ist auch seine Botschaft von tiefer Religiosität geprägt. Да, Бог сам по себе творец. Gott ist selbst ein Schöpfer. И он создал нас по своему образу и подобию. Und er hat uns nach seinem Bild geschaffen. Чтобы мы тоже творили в этой жизни. Dass wir auch schöpferisch sind im Leben, dass wir das Gute hervorbringen. Это и самое главное в этом. Das Wichtigste im Leben. Für Barbara Seidel-Lampa und Barbara Sobek ist die Ausstellung in der Rulander Kirche sozusagen eine kleine Premiere. Denn bisher gab es noch keine gemeinsamen Projekte. Wir haben uns gesehen zur 700-Jahr-Feier. Hier gab es auch eine Ausstellung von Michael Horvath hier oben, also in den Emporen. Und Barbara hat geguckt, ob die Bilder gerade hängen. Ja, das mit war der Anatoli zusammen, weil er ja hier ja, seine Anatoli Ausstellung hatte. Das war so das Erste. Ich habe aber nicht mehr gewusst, wie Barbara aussieht. Ich habe auch von ihr eine Arbeit, einen Keramikengel. Doch mittlerweile gibt es in Ruland eine Initiative, die auch Barbara Sobek gern unterstützt. Erinnern an den Todesmarsch im Frühjahr 1945. Eine Stolperschwelle in Rathausnähe soll ab 2025 daran erinnern. Das geht darum, dass auch 600 Menschen, die in Schwarzheide als Häftlinge gearbeitet haben, im damaligen Brabak, durch Ruland getrieben worden sind, über die Sächsische Schweiz nach Theresienstadt. Und zwar in der Zeit, wo eigentlich der Krieg schon fast zu Ende war, da gab es so viele Todesmärsche überall in Deutschland. Und da, das war einer. Und das möchten wir gerne dort dokumentieren. Und zwar im Rathaus, in der Nähe vom Rathaus. Dort sind die auch durchgelaufen. Mahnendes Gedenken auch in den Werken von Anatoli Jaboschenko ein Thema. Die Ausstellung Panorama kann noch bis Ende Januar nach Rücksprache mit Barbara Seidel-Lampa oder mit dem Gemeindebüro besichtigt werden. Am 2. Dezember zum Weihnachtsmarkt in Ruland ist sie regulär ab 14 Uhr geöffnet.